Es ist soweit, wir haben die Bilder zum nächsten Lego Ideas Set. Das The Flintstones Set mit der Nummer 21316. Das ganze Set wird bei uns 60 Euro kosten und wie gewohnt dann erst bei Lego und dann bei Galeria Kaufhof und Toys R Us höchstwahrscheinlich zur Verfügung stehen. Ja, gucken uns das Ganze mal genauer an. Ich finde, es ist wirklich ein gelungenes Set. Klar, es gibt die bekannten Kritikpunkte. Dino und die beiden Kinder sind leider nicht in dem Set drin. Trotzdem, wir haben erstmal das Auto von den Flintstones. So wie ich das jetzt sehe, passen da nur zwei. Oh, halt, okay, Entschuldigung, da passen alle vier Flintstones rein. Das ist schon mal besser als beim Zurück in die Zukunft Auto. Dann haben wir den Briefkasten der Flintstones. Wir haben natürlich das Haus. Und da kennt man natürlich einige der Sachen aus der Serie. Zum Beispiel die Kegel kennt man. Dann den Fernseher. Ich glaube, das soll eine Muschel sein. Jedenfalls dieses Telefon ist auch dabei mit dem Aufhänger. Und noch eine kleine Obstschale mit ein paar Kirschen drin. Was echt lustig ist, wir haben den Dino, das Haustier der Flintstones, nicht im Set mit drin, aber auf dem Fernseher läuft gerade eine Sendung, dass der Dino vermisst wird. Also das ist schon echt, finde ich schon ein bisschen makaber, muss ich sagen. Jedenfalls die Figuren kann man auch noch mal gucken. Da haben wir zweimal das Haarteil von Emmett in zwei verschiedenen Farben und dann für Irma, glaube ich, sogar ein neues Haarteil. Ja, also alles in allem finde ich das eigentlich sehr gelungen. Ich finde auch, dass diese Cartoon-Art sehr gut übertragen wird. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Figuren noch fehlen. Vielleicht gibt es ja irgendwann so ein ganzes Steinzeitdorf, wo dann alle Figuren mit dabei sind, so wie es bei den Ghostbusters der Fall gewesen ist. Aber bis dahin viel Spaß mit dem Set, bleibt am Stein, ciao.